Hallo, liebe Freunde von Xbox Dynasty, ich bin's mal wieder, euer Zorn, und heute zeigen wir euch die Gruppen aus dem neuen Xbox One Dashboard Beta Update. Ja, damit ihr Gruppen erstellen oder suchen könnt zu verschiedenen Spielen, geht ihr einfach auf meine Spiele und Apps oder halt zu euren Pins, wechselt bei dem jeweiligen Spiel zum Spielerhub und könnt dann im Spielerhub schon oben den neuen Reiter sehen, Gruppe suchen. Hier wurden schon verschiedene Gruppen in der Beta erstellt und wir kreieren jetzt auch selber eine Gruppe mit euch. So, was für eine Gruppe machen wir? Ich würde sagen, wir suchen eine Gruppe, mit der wir in der Kampagne die Gamerscore holen können. Okay? Gut. Brauchen die anderen, die sich bewerben wollen für die Gruppe, um dann mit mir zusammen die Erfolge zu holen, auf jeden Fall ein Mikrofon. Dürfen gerne mal fluchen, also ab und zu ist okay, oder? Ja, dann natürlich Erfolgsjagd markieren und ich würde sagen, jeder ist willkommen. Das Coole an dieser Stelle ist, vielleicht ist es nicht ganz sofort ins Auge gefallen, kann man hier auch noch Beliebte nehmen. Ich finde es ganz witzig, dass man dann ein Xbox Dynasty Tag machen kann, weil man so halt auch Gruppensuchen innerhalb der Xbox Dynasty Community finden kann und somit andere Mitglieder von Xbox Dynasty die Gruppe einladen kann. Ja, cool. Natürlich, hier noch viel cooler für die ganzen Gamerscore-Jäger sind die Tags mit den Erfolgen, die man jetzt erspielen möchte. Gut, hier gibt es jede Menge. Wäre noch schön wissen, welcher jetzt für die Koop-Kampagne zuständig ist und welcher nicht. Da müsste man dann halt parallel nochmal was raussuchen. Aber ich würde sagen, wir machen das jetzt erstmal so. Sagen, fertig. Haben wir ein paar Tags zu unserer Gruppe hinzugefügt. Die müssten jetzt hier erscheinen, genau. Also, wir möchten diese Erfolge erspielen. Fluchen ist okay. Wir gehen auf Erfolgsjagd. Haben noch den Tag Xbox Dynasty hinzugefügt, damit eventuell sogar Mitglieder der Community sich hier melden. Und wir können dann noch eine Beschreibung hinzufügen. Da wechseln wir mal eben kurz zur Tastatur und geben eine Beschreibung ein. Und ja, ich suche Mitspieler für Erfolge der Kampagne. Überflüssig, glaube ich, ist es dann zu erwähnen, dass man deutschsprachige Spieler sucht, wenn man schon Deutsch das da reinschreibt. Und wie viele suchen wir? Ich würde sagen drei. Drei Mitspieler, damit die Hütte auch voll ist. Gut, dann gehen wir auf Veröffentlichen. Dann ist diese Gruppe öffentlich zu sehen und jeder kann danach suchen. Beispiel. Nein, ich wollte eigentlich Text suchen. Müsste mir jetzt eigentlich nur diese anzeigen. Das ist doch mal ein schöner Filter. Den könnt ihr natürlich und sollt ihr unbedingt auch benutzen. Das ist eine gute Sache, denke ich. Gut, wir wechseln jetzt nochmal zurück und nochmal vor, um alle Gruppen zu zeigen. Hier haben wir auch zum Beispiel den Essentless X. Der hat hier schon einiges gewählt. Und wenn wir jetzt dieser Gruppe beitreten möchten, klicken wir einfach da drauf und sagen dem Host, dem Gruppenersteller, wir sind interessiert. Wir können noch eine Nachricht hinzufügen. Wir testen hier nur Xbox Dynasty. Hey, du bist im Video.
Gut, dann schicken wir das mal ab. Das hier wieder schließen und sollten eigentlich dann jetzt gleich eine Benachrichtigung bekommen, wenn der Kollege online ist und den Gruppenbeitritt bestätigt. Scheint nicht der Fall zu sein, also muss man ein bisschen warten. Den Fall bekommt man hier unter Nachrichten an eine Bestätigung für Gruppeneinladung. Gut, an dieser Stelle wollte ich auch mal schauen, die versammeln, Beitrag abbrechen. Ist auch eine schöne Sache, weil wir das ja hier nur zum Testen gemacht haben. Brechen wir das alles mal ab und drücken auf Aktualisieren. Super. Unsere Gruppe ist wieder weg. Wie gesagt, war ja nur ein Test für euch, damit ihr das mal sehen könnt. Ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Ihr lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal.